Mann, war das ein Jahr. Irgendwie das Thema Klima, ich denke mal, die meisten sollten es eigentlich schon vorher auf dem Schirm gehabt haben. Und gerade wenn man es immer wieder merkt, fragt sich ja jeder, was kann ich eigentlich da so zu beitragen? Und da gibt es ja so, man hat jeweils Skillsets und ist eigentlich immer ganz geschickt, das Skillset, was man hat, dann auch irgendwo einzubringen. Und an der Stelle ist es sozusagen die logische Konsequenz, könnte man sagen, wenn ich gleich Maximilian Berghoff auf die Bühne bitte. Er ist nämlich Softwareentwickler. Und was machen dann eben Softwareentwickler, wenn sie ihre positiven Skills einbringen wollen? Sie gründen Developers for Future im Frühjahr letzten Jahres. Und was im letzten Jahr da passiert ist, von kleinen Formularen bis hin zu großen Anwendungen, die programmiert wurden und was so Lessons learned sind, darauf könnt ihr jetzt gespannt sein. Darum einen riesigen Applaus bitte an der Stelle für Maximilian. Dann kann es jetzt losgehen. Oh, hallo. Erstmal bin ich total überrascht von dieser krassen Bühne. Für mich ist das wirklich, auch wenn ich Softwareentwickler bin, schon lange der erste Kongress und auch das erste Mal hier diese Bühne zu sehen. Also das ist schon mal Impression genug für mich, schon mal ein klein wenig nervös zu werden. Aber damit ich nicht so nervös bin, fange ich einfach mal an und fange mit dem Thema an, worum es mir eigentlich geht. Oder es wurde ja auch in der Vorstellung schon mal erwähnt. Ich habe im Frühjahr eine Gruppierung gegründet, die nennt sich Developers for Future. Und wie man im Logo erkennen kann, ist das sehr nah an dem Fridays for Future, weil das ist nämlich eigentlich deren Logo mit ein wenig Schriftänderung. Die habe ich aber von denen so bekommen. Generell ist es so, dass wir in Deutschland eine ziemliche Diversität an Organisationen rund um Fridays for Future haben. Und das ist eigentlich auch relativ cool. Das ist nicht der Grund, warum ich das gegründet habe, aber das ist cool in dem Sinne, weil wir damit schaffen, verschiedene Kanäle zu bespeisen oder verschiedene Menschengruppen erreichen können. So gibt es zum Beispiel die Artists for Future, wo im Prinzip Künstler und Kreative irgendwie zusammengefasst sind. Es gibt die Engineers for Future, wo halt wirklich die Leute zusammen sind, die auch wirklich an den Zukunftstechnologien arbeiten. Und ja, am bekanntesten eigentlich als Nebenorganisation sind die sogenannten Scientists for Future. Die sollte, glaube ich, jeder kennen seit der Bundespressekonferenz. Und für mich kam das nicht ganz spontan, aber ich hatte im letzten Jahr schon einen Vortrag oder eine Diskussionsrunde auf einer Konferenz in Hamburg gehabt und ich glaube, der Titel war irgendwie sowas wie Your Code is Killing Planet Earth und ich sag mal so, seit dem Oktober hat so ein bisschen in mir gebrodelt, was man so alles tun kann. Ich bin selber Familienvater, mein Sohn sitzt da vorne in der ersten Reihe und deswegen ist es für mich nicht immer möglich, wirklich so in diesen reinen Aktivismus zu gehen und wie gerade auch schon angekündigt, kann ich Software entwickeln? Ich bin da ziemlich gut, denke ich. Ich war auch vorher schon in Open-Source-Communities unterwegs und habe auch eigene Open-Source-Projekte, die ich betreue. Und somit war das für mich eigentlich ein Grund, eine eigene Organisation daraus zu gründen. Oder besser gesagt, das war es noch nicht mal unbedingt das Ziel. Womit ich gestartet habe, war eigentlich erstmal nur so ein kleiner Twitter-Account und eine Webseite, die ich angefangen hatte und eventuell den Namen. Und innerhalb von sag ich mal, 1-2 Wochen ist das Ding einfach mal so groß geworden und mir so unterm Arsch weggebrannt, dass es dann auch wirklich so eine Art Organisation wird. Wenn ich sage Organisation, ist das natürlich keine irgendwie Verein oder angemeldete Geschichte, das ist erstmal einfach bloß eine lose Zusammenkunft. Und was der Unterschied ist zu den anderen Organisationen ist, die meisten Organisationen, die sich dort gegründet haben, haben halt irgendwie solche Einschreibeformulare gemacht. Das heißt, sie wollten erstmal so Zahlen sammeln, wie viel sind wir eigentlich, wie viele Leute arbeiten wir uns mit. Das habe ich irgendwie verpasst, weil irgendwie habe ich gleich in der ersten Woche angefangen, irgendwelche Projekte umzusetzen, weil es kam auch wirklich gleich in der ersten Woche Aufgaben auf mich zu. Komme ich nachher im Prinzip in den Beispielen nochmal drauf zu. Einer der Gründe, warum ich das vorhin noch gegründet habe, sind grundsätzlich erstmal die Zahlen. Die Zahlen stehen für 4% der globalen Emissionen, der globalen CO2-Emissionen gehen auf unser Konto. Also 4% der globalen CO2-Emissionen gehen auf die komplette Telekommunikationsbranche zurück. Das sind ungefähr 10% der Energieversorgung, die wir inzwischen schon verbrauchen. Und die 2,5 Tonnen stehen im Prinzip gerade für die CO2-Emissionen im Schnitt, also im Mittel gerechnet für 1 Gigabyte Datentransfer. Das sind Zahlen, die habe ich direkt von einem Wissenschaftler bekommen, der für die Scientists for Future sich in der Digitalisierung mit
beschäftigt. Und das ist unsere Verantwortung und die Verantwortung würde ich halt gern auch wahrnehmen, im Gegensatz zu eventuell anderen Industrien, die halt gerne versuchen, ihr Geschäftsmodell weiter durchzuziehen. Diese Verantwortung, die sollte eigentlich auch jeder von uns irgendwie beinhalten oder mitnehmen. Die Ursachen, warum unsere Industrie oder warum wir als Telekommunikationsbranche oder als Software-Engine überhaupt an den CO2-Emissionen beteiligt sind, ist halt erstmal grundsätzlich die Energieversorgung. Weil, sagen wir mal, unser Laptop selber hat ja nicht irgendwie einen Auspuff oder sowas, aber der verbraucht halt Strom. Die Serverfarmen brauchen Strom, Infrastruktur verbraucht Strom. Und dieser Strom ist nun mal in großen Teilen der Welt immer noch irgendwie durch Verbrennung von fossilen Rohstoffen generiert. Und das heißt, wir haben ja noch zumindest in manchen Ländern die Hälfte der Stromversorgung aus wirklich über CO2-Emissionen gelöst. Eine weitere Ursache ist vor allem die Herstellung, was wir auch immer so ein bisschen vergessen, nämlich die Herstellung von den Devices, die Herstellung, also Devices unserer Kunden, sage ich mal so, oder der Nutzer, die Herstellung der Rechnerarchitektur oder der kompletten Infrastruktur, weil das sind auch ressourcenfressende Mechanismen. Und warum das Ding denn auch vor allen Dingen Developers for Future heißt, die Entwicklung. Weil wenn wir irgendwie Software entwickeln, sitzen wir auch irgendwo zusammen. Wir werden eventuell keine Companies haben, wo wir remote arbeiten können. Das heißt, wir fahren irgendwie vielleicht eine Stunde mit dem Auto in irgendein Office oder haben andere Konstellationen. Und gerade diese Entwicklungszeit, die sollten wir auch immer komplett mit reinrechnen in die Emissionen, die wir freisetzen oder in das Produkt, was wir irgendwie generieren oder in die Software, die wir bauen. Ich war heute Mittag in dem Vortrag vom Chris Adams gewesen und habe gemerkt, es gibt Leute, die diese Herleitung und die kompletten wissenschaftlichen Hintergründe deutlich besser hervorheben können. Das sind nämlich die Profis, wie ein Politiker mal irgendwie so posaunt hat auf Twitter. Und zu den Profis gehören meines Erachtens der Chris Adams heute Mittag. Also den Talk möchte ich euch dringend ans Herz legen, dass man sich den nochmal anschaut. Zu den Profis gehören natürlich die Scientists for Future. Unter ihnen ist eine Frau namens Maya Göpel, die sehr, also meines Erachtens sehr intelligent und sehr, also richtig krass über die Digitalisierung redet und auch die versucht, in die richtige Richtung zu schieben. Weil die Digitalisierung, so wie wir sie gerade betreiben, ist eher auf der Seite der Verursacher der Klimakrise. Und wenn wir die jetzt nicht in die richtige Richtung schieben, dann landen wir halt irgendwann mal auf diesem, ich möchte es mal nennen, Klima-Anklagestuhl. Und deswegen ist es in unserer Hand, dort voranzugehen. Ich habe vorhin den Energiemix erwähnt. Meines Erachtens nach ist auch eine komplette Ausstattung von 100% erneuerbaren Energie nicht unbedingt die sofortige Lösung. Natürlich kaschiert das die Probleme oder kaschiert das das Symptom. Wir können relativ, nicht einfach, aber ich glaube, wir können unsere komplette Infrastruktur mit erneuerbaren Energien versorgen. Aber es löst manche Probleme halt nicht oder kaschiert sie halt bloß. Weil wer von euch kennt dieses Problem? Wir haben irgendwelche Performance-Probleme und anstelle die Performance-Probleme zu lösen, schmeißen wir einfach mehr Rechner drauf. Wer kennt das? Und schwupps, haben wir keine Performance-Probleme mehr. Und im Endeffekt wäre es ja genau dasselbe, wenn wir jetzt hergehen und wir versorgen unsere komplette Architektur mit irgendwie 100% erneuerbaren Energien. Ja, dann haben wir dann haben wir im Prinzip das Problem nicht erkannt oder die Chance nicht erkannt, dass wir auch Sachen ändern können, dass wir Sachen sichtbar machen sollten. Weil wir haben gewisse Probleme in der Energieversorgung, wir haben auch im Prinzip Probleme, die wir vielleicht durch falsches Programmieren, durch falsches Aufsetzen von Infrastruktur überhaupt erst hervorrufen. Wir rufen natürlich mit gewissen Projekten, die wir irgendwie betreuen als Softwareentwickler, natürlich auch Probleme im System hervor, weil es ist immer ein bisschen schwierig, da in die Richtung zu reden, weil man dann gleich immer als Antikapitalist gilt, aber
irgendwie bauen wir in der Softwareindustrie ja doch immer irgendwelche Shops. Also generell, die meisten Seiten, die wir irgendwie ins Netz bringen, sind ja irgendwelche Sachen, die irgendwas verkaufen sollen. Und genau an dieser Schraube drehen wir natürlich durch Optimierung von solchen Shops und Shopsystemen und von Marketing und solchen Sachen. Das ist alles Software, die irgendwie aus unseren Fingern kommt. Und das ist im Prinzip alles Software, die in diese höher, weiter, reicher Spirale im Prinzip dreht. Und ob das der richtige Weg ist, sollten wir halt im Prinzip auch mal hinterfragen. Und deswegen ist das jetzt unsere Chance in der Entwicklung oder im Prinzip in unserer kompletten Industrie, Sachen sichtbar zu machen und nicht halt unter dem Deckmantel zu kaschieren, dass wir halt, komplett die Energieversorgung auf grün drehen, alles ist cool, sondern wir sollten die Sachen sichtbar machen. Zum Beispiel so richtig toll aus dem Onlinehandel ist ja diese freien Retouren und sowas alles. Es ist natürlich cool, wenn man die Sachen zurückschicken kann. Es fühlt sich auch cool an, weil es irgendwie billig und kostenlos ist. Aber im Endeffekt ist es ja nicht kostenlos. Es ist ja, wenn man sieht, dass die Firmen sowas wie Amazon oder so die Sachen dann wieder wegschmeißen, dann muss ja das Produkt oder diese Retoure irgendwo mit einkalkuliert sein. Das heißt, jemand anders, der das Produkt gekauft hat, hat das Ding bezahlt, dass das Ding halt einmal zu mir gekommen ist und wieder zurück. Und damit sind das irgendwelche Kosten. Und vor allen Dingen sind das Kosten, die auf unsere Umwelt gehen, die halt irgendwo kaschiert werden und überhaupt nicht sichtbar sind. Und ich hätte halt gern lieber, dass wir gewisse Sachen sichtbar machen. Aber das sind so mehr so ein bisschen in Richtung der Ziele. Und die Ziele von der Organisation, wie wir sie gegründet haben, ist halt erstmal der Support der Organisation, die gerade in dieser Bewegung sind. Und das werden immer mehr und die brauchen halt wirklich Software-Support. Dazu gehört noch ein bisschen Education, also das heißt der Wissensaustausch. Mir ist auch sehr wichtig, dass der Open-Source-Gedanke dabei hochgehalten wird, dass die Sachen halt komplett frei verfügbar sind. Und der letzte Punkt ist halt das Thema Exploring, was ich angesprochen habe, also die Kommunikation mit den Wissenschaftlern. Und ich sehe gerade auf die Uhr, ist das mein Timer? Okay. Das heißt, mit den Wissenschaftlern herzugehen und zu schauen, was sind halt vernünftige Vorgehensweisen. Gewisse Sachen sind auch noch gar nicht wissenschaftlich erfasst. Also wie zum Beispiel Deployment Pipelines, wie die im Prinzip optimiert funktionieren könnten, sodass wir da vielleicht schon irgendwelche Indikatoren sehen, wo unsere Applikation halt irgendwie zu viel Strom verbraucht oder einfach zu viel tut. Oder die Deployment Pipeline an sich, wenn zum Beispiel bei jedem Commit irgendwie so eine Maschinerie aus Containern losläuft. Und das bei, sage ich mal, einer Teamstärke von 10 Mann, dann wird es auch schon relativ teuer. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die wir da versuchen aufzuarbeiten, wo wir auch mit den Wissenschaftlern versuchen, die Sachen herzuleiten. Im Grunde genommen wollte ich ja eigentlich nur die Projekte vorstellen, die wir dort tun. Die sind aber eigentlich, sage ich mal, aus Technikersicht sind das nicht die interessantesten Projekte, weil das sind jetzt nicht irgendwelche richtig geilen Applikationen mit irgendwelchen tollen Frontend-Sachen oder mit irgendwelchen tollen Tools, die man irgendwie announcen kann, sondern es ist zum Beispiel, wenn wir uns die Seite von den Economists for Future anschauen, es ist im Grunde genommen ein CMS. Hinter den Economists for Future stecken im Prinzip Leute, die außerhalb des normalen ökonomischen Denkens, wie das gerade bei uns in Deutschland passiert, versuchen, Ökonomie aufzuziehen und dort auch informieren wollen. Also es lohnt sich auch manchmal, mit den Leuten zu unterhalten, weil das macht richtig Spaß. Aber im Grunde genommen ist diese Seite erstmal bloß irgendwie dient der Einschreibung und der Information. Von daher sehe ich, dass das erstmal einfaches CMS. Ich komme aus dem PHP-Umfeld, ich bin ziemlicher Symfony-Evangelist. Da ich die Seite angefangen habe, ist das jetzt halt eine Symfony-Applikation mit einem Solo-CMS drauf und fertig. Das PGCR, nur zur Information, ist so ein relativ schönes Content-Repository im PHP-Bereich. Das gibt es auch in Java, das JCR. Das ist der Port davon. Und das ist auch übrigens das Open-Source-Projekt, in dem ich vorher relativ aktiv war, was ich jetzt leider ein bisschen vernachlässigt habe. Eine andere interessante Seite, die wir gebaut haben, zusammen mit Wissenschaftlern aus Stuttgart, ist der sogenannte Freunde-Klimapakt. Da habe ich einen Anruf bekommen von Wissenschaftler, wie gesagt, aus Stuttgart. Du, ich brauche eine Webseite, die hat einen Counter. Und ich habe bloß gedacht, ey, das ist ja geil, dass irgendwie genau das Basisbeispiel, wie PHP mal irgendwie entstanden ist, die Webseite, die irgendwie Counter hat. Ja, aus dem Counter ist dann aber im Endeffekt eine Seite geworden,
die so eine Art Contract anbietet, wo man halt sagt, hey, ich committe mich jetzt da drauf, nächste Woche bloß noch oder ab nächster Woche nur noch 400 Gramm Fleisch die Woche zu essen, keine Flugzeuge mehr inland zu benutzen. Und solche Beispiele sind dort halt aufgeführt, auch mit Fakten hinterlegt, was das bedeutet. Weil es halt darum geht, Leute zu motivieren. Und zu motivieren ist halt manchmal einfacher über diese kleinen Steps, weil diese kleinen Steps, die können wir halt irgendwann immer noch ein bisschen vergrößern. Das heißt, man könnte nächstes Jahr aus dem 400 Gramm Fleisch dann irgendwie bloß noch 200 Gramm Fleisch machen. Aber das sind halt genau die Schritte, die notwendig sind, um irgendwie mal auf Netto Null zu kommen. Und es ist halt nicht der Riesenschritt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so der Hammer, der sagt, hey, du lässt ab sofort das Autofahren komplett sein oder du darfst jetzt gar kein Fleisch mehr essen oder sonst was. Sondern es sind halt so die kleinen Schritte, die dort gelehrt werden. Und ja, der Counter ist dann trotzdem noch drin, indem wir halt zählen, wie viel Contracts wir gemacht haben. Also im Endeffekt ist das ist komplett anonym. Das heißt, da ist nicht irgendwie ein Name oder sonst was dahinter. Da ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial drin, dass man noch ein paar Sachen mit einbauen kann. Da kann man super Interaktionen und vielleicht auch mit einbauen. Aber erstmal ist das Ding so am Start. Das ist übrigens das erste Projekt, was wir überhaupt umgesetzt hatten. Und das habe ich im Prinzip auch umgesetzt. Das war total krass, weil ich habe am Ostersonntagmorgen beim Spaziergang mit dem Hund einen Anruf gekriegt vom Gregor Hagedorn. Der Gregor Hagedorn ist der Mitbegründer der Scientists for Future. Und der Chef im Prinzip, der Leiter vom Naturkundemuseum in Berlin. Und ich so, boah, was ist denn jetzt los? Und dann hat er mir erklärt, du Max, wir nutzen hier gerade für unseren Mailverteiler den Mailchimp und der Mailchimp wird irgendwie von sämtlichen Universitäten irgendwie, wo es ins Ausland geht, schon pro forma abgelehnt. Also für die E-Mail-Verification von dem Newsletter oder im Prinzip von der Subscription. Und da habe ich gesagt, naja, wird ja schon nicht so schwer sein, setze ich selber mal einen Mail-Server auf. Wir machen eine Seite dahin, verlinken die und nutzen den eigenen Mail-Server. Ich bin mehr Entwickler als Ops-Mensch. Also den Mail-Server aufsetzen hat dann doch ein bisschen mehr wehgetan, als ich dachte. Aber zumindest gehen die Mails jetzt bei den meisten Universitäten durch. Oder besser gesagt, bei den meisten Institutionen durch. Die einzigen Abweiser, die ich zurzeit bekomme, sind, wenn die Wissenschaftler eine E-Mail benutzen, die gerade in Autoresponder aktiv sind. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man als Verification-E-Mail eine E-Mail benutzt, die irgendwie dann, wo der Autoresponder antwortet. War auch ganz lustig. Ja. So, das ist die Seite. Ah, auch noch ein Beispiel. Ben, bist du gerade da? Nicht, dass ich hier zu viel erzähle. Der sogenannte Profilbildgenerator. Das war ja zum 29.09. und eigentlich auch schon zum 20.09. und zum 29.11. eines der Gimmicks, die angeboten wurden oder die man machen konnte, dass man sich auf seinen Profilbildern zu dem Streik und zu dem Datum dazugehörig fühlt. Der ist bei den Fridays im Prinzip implementiert gewesen, ein bisschen ungünstig implementiert. Und wir haben den im Prinzip nochmal dann ein bisschen anders aufgesetzt. Und der Profilbildgenerator ist dann für die internationale Seite in Betrieb genommen worden, für den 29.09. Also er macht erstmal nichts anderes, als dann im Frontend irgendwie die Texte übereinander zu legen, die Hashtags, die zu den einzelnen Ländern gehören, drüber zu packen und das richtige Datum anzupassen. Und vorher habe ich dann mal gesehen, wie wichtig das ist, eine Font zu haben, die in sehr vielen Sprachcodes verfügbar ist, weil wir sind da doch irgendwie Richtung Sprachen gegangen, wo man absolut nicht mehr erkennen konnte, was da Buchstabe ist und was nicht. Das war also sehr, sehr interessant. Dazu haben wir auch eine Infrastruktur, das ist das Einzige, wo ich immer ein klein bisschen versuche mit anzugeben. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, woher, weil das hier, glaube ich, nicht so gut ankommt, aber ich habe einen kompletten Kubernetes-Cluster gesponsert bekommen. Und für mich war Kubernetes im Februar das Thema gewesen, was für mich richtig interessant war. Und ich bin da selber auch ein bisschen mit groß geworden mit meinem Cluster und freue mich, dass er da ist, weil es macht mir richtig Spaß. In dem Cluster läuft im Prinzip unser Mattermost-Chat, da läuft die Webseite, da laufen einzelne Projekte, die halt nicht irgendwie selbst gehostet sind bei den Leuten. Und auf Blech läuft dann auch irgendwo daneben mein Mail-Server, den ich dann aber doch dockerisiert habe. Dazu betreibe ich Experimente und kann Server nicht schreiben.
weil wir natürlich in der Kommunikation schauen müssen, wie wir da irgendwie miteinander kommunizieren, weil auch immer wieder etliche Diskussionen darum aufkommen, welches Tool dort am besten ist. Experimentieren wir halt gewissen Sachen und schauen uns an, wie Matrix funktioniert. Wir schauen uns an, wie der Mastodon-Server, weil der ja eigentlich auch als Twitter-Ersatz ganz gut wäre. Und gerade richtig akut interessant ist, dass wir nach einer SSO-Lösung für die Fridays direkt suchen und auch Extinction Rebellion versucht, die nämlich gerade zu implementieren, weil nämlich so viele Tools irgendwie da sind, die irgendwie bedient werden möchten. Und der Counter zählt und zählt. Viel zu tun. Ich habe jetzt doch gesehen, dass diese Einschreibeliste doch ein bisschen cool wäre. Das heißt, es gibt ein bisschen strukturelle Änderungen in der Organisation. Ich werde diese Liste aufmachen, einfach um ein bisschen Leute zu sammeln und ein bisschen mehr zu binden oder um auf ein bisschen größeren Pool zurückzugreifen, weil am Ende des Tages, wenn nämlich keiner antwortet, mache ich die Sachen und dann sind es halt irgendwie 8 Stunden normale Arbeit und nochmal 16 Stunden Freizeitarbeit. Und das ist dann doch immer ein bisschen viel, vor allem, wenn man das ganze Jahr betreibt. Wichtig ist mir auf jeden Fall beim Thema, ich versuche die Informationen zu verteilen, ich versuche die zu vermitteln, worum es überhaupt geht und ich möchte an die Verantwortung an jedes einzelnen Entwicklers appellieren, nämlich die Verantwortung, die wir haben in der Industrie. Und zu den Informationen gehört natürlich auch, dass wir morgen mit den Fridays zusammen den Streik angemeldet haben oder die Demonstration in der Innenstadt angemeldet haben, zu denen ich euch natürlich herzlich einladen möchte, morgen 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Das war's. Applaus, 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 Applaus. Ja, herzlichen Dank, Maximilian, für deinen Vortrag. Wie immer links und rechts die Mikrofone, falls noch Fragen aus dem Saal sind oder aus dem Internet per Chatkanal. Da kommt auch schon eine Person auf der linken Seite, bitte. Ganz praktische Frage. Nehmen wir an, ich habe ein paar Stunden Freizeit pro Woche, die ich gerne auf ein Projekt stecken würde. Wie fange ich an? Wen kontaktiere ich? Auf welche Webseite schaue ich? Also erstmal die Webseite, die dort verlinkt ist. Dann haben wir, wie gesagt, das GitHub-Repository, wo man schauen kann, was so gerade offen ist. Und am besten wäre es eigentlich, in den Mattermost-Chat zu kommen. Der ist auch auf der Webseite verlinkt. Da gibt es einen eigenen Channel, der heißt Ask for Task. Und dort werde ich oder andere Leute, es sind auch ein paar mehr, dort antworten und dich vor allem fragen, was sind deine Interessen, was machst du gerne? Also jetzt nicht, um die Information zu haben, sondern einfach, um ein bisschen Abgleich zu machen, was gerade da ist. Danke. Dann auf der rechten Seite, bitte. Ja, hallo. Also vielen Dank, dass du diesen Vortrag gehalten hast und dass du das überhaupt gegründet und ins Rollen gebracht hast. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel wert. Ich habe keine Frage, sondern nur eine Bemerkung, einen Hinweis an alle anderen, die hier sitzen. Und zwar die ganzen SchülerInnen, die mobilisieren halt vor allen Dingen über WhatsApp. Aber all die erwachsenen Leute und so weiter, die sind nicht in diesen WhatsApp-Gruppen. Das heißt, eine Sache, wo wir auch wirklich viel Impact haben, ist, wenn wir den SchülerInnen helfen, zum Beispiel eine Website, eine klassische Website, einen klassischen E-Mail-Verteiler und sowas aufzusetzen, halt die sozialen Netzwerke zu bedienen, wo die SchülerInnen gar nicht mehr aktiv sind. Und das können wir auch alle machen. Meldet euch einfach bei der lokalen Fridays for Future Ortsgruppe von euch und dann sprecht euch ab mit denen und dann setzt eine Website auf, setzt einen E-Mail-Verteiler auf, setzt Facebook auf, wenn die SchülerInnen nur noch Instagram haben oder sowas, das ist auch wirklich sehr viel wert. Das wollte ich sagen. Danke sehr. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich versuche, das Matrix-Ding mal in Gang zu kriegen, weil, wie gesagt, die Chat-Kommunikation zwischen den ganzen Organisationen ist so diffus und so divers. Die darf ja gern divers und zerrt bleiben, aber irgendwo müssen wir mal gewisse Sachen dann wieder verknüpfen und da sehe ich ja halt doch ein bisschen so Matrix-Server als Ziel. Ja, dann erstmal nochmal vielen Dank, einen riesigen Applaus für Maximilian Berghoff. Und ich denke, du bist ja auch noch ein paar Tage hier, der noch auf ihn zukommt. Jeder kann was beisteuern, jeder, der entwickeln kann, jeder kann seinen Beitrag da leisten. Danke. Hier geht's auch, wie heißt es?